Ja, es war aber die Katze. So. Pfeile und Bummer. Ja, für Falkenauge kann ich ja schon mal ablegen. Und Boomerang. Boomerang, die denken. Angel können doch auch gebrauchen, weißt du, alle Angel ja, abschmeißen. Alle Angeln. Nehmt das, ich angle euch alle. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, wir müssen auf Marvin vertrauen. Das kann nur gut werden. Das ist ein anderes Pferd, Marvin fährt drauf ab. So. Hey, ich bin auch ein Hengst. Ich bin geil. Hey, guck mal zu, wie ich gleich hier dieses Schwein fertig mache. Ich werde es anwiehern, dann fliegt es weg. Boah, jetzt nur erstmal zwei Schilde. Das heißt aber nicht, dass wir Feuer oben haben, wenn wir da durchschießen. Ja, das ist der Plan. Also los, jetzt bist du an der Reihe. Tausch mich nicht. Und was wenn du auch? Dann hasse ich die. Ja. Jetzt geht's los. Angriff! Zieh deine Waffe! Zieh den Feuer! Ja, okay. Nevermind. Umdrehen, Marbo. Ja, easy peasy, ey. Bin ja gar nicht. Ja. Was sind dumme Schweine? Das wird überleben. Wir haben es auch überlebt. Da haben wir kurz auf mal so einen Schlüssel angeflogen. Wie geht das denn? Den hat Phil geworfen. Phil ist überall. Das war gar nicht so schlecht. Mach weiter so. Das war richtig schlecht. Mach weiter so. Und ich würde ihn hier Mörder mit Alkohol. Das war gar nicht schlecht. Ja, der Whisky war zu gut. Ich brauche noch mehr. Voraus, wo sind gleich welche Paneten? Keine Macht in Alkohol. Ey, der schiebt dich weg. Pass auf, die Brücke. Na, wir mögen uns nur sehr. Schöne Feier aus. Ja, Versuch was er wert. Ja, egal. Die Steffen eh nicht. Sieh das über an. Okay. Der eine hat's getroffen. Ah, die anderen. Moment. So. Alles in Butter. Neuster, neuster. Eigentlich müsste so ein Winter das Feuer theoretisch auch verstärken, ne? Ein zwei Schlüssel, ich muss absteigen. Nee, wir bleiben jetzt hier. Hier sind wir in Sicherheit. Hätten wir wieder Vorstände. Na 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 na. Jetzt kommen die Vögel. Ja, und diese hier. Da können Bunker treffe ich ja fast gar nicht, Bruder. Ja, aber nur fast. Ach komm! Dab, was zum. Marvin kommt was zur Hölle? Sehen Preis da. Ja, rechts. Ja, die kommen irgendwie vom Kurs ab, habe ich das Gefühl. Ja, die wohnen ja gerade von den. Es zur Hölle? Hä? Oh, das Pferd hat sich vor der Bombe erschrocken und läuft im Kreis. Sie auf der Karte auch irgendwas, damit das nicht nochmal passiert. Eine Bombe. Oh, Tollwort, rette uns! Mit Feuer, nicht mit dem Wind. Ja, der Vater ist runtergeschossen. Reicht aus. So, da oben ist. Scheiße, er ist schon wieder vom Körper gekommen. Scheiß Vieh. Na? Na Leute, was geht? Habt ihr eine angenehme Reise? Ich Na, hey, Baby. Oh,
Da kommt wieder der Vogel. Bombenvogel da. Sauber. Dann hat sich das erledigt. Jetzt muss ich noch diese Deppen runterschlagen. Vor allem, warum wollen die hier denn aufhalten? Ja, weil die kein Leben haben. Die wollen dich nur ärgern. Wollt ihr nur spielen? Au. Abrupt gestoppt. Boah, dieser Wagen ist so stark einfach. Weil ich kann dem nichts anhaben. Ich glaube, ich darf den Tempel anfangen. So, stirbt, Kinder. Ja. So, aber ich muss das ausgeschafft haben. Mhm. Ist durch. Nur natürlich schnell. Das sind wir wieder ein Kakariko. Dafür, dass man ab und zu mal ein Bockziegel ist. So, einen Torschlüssel haben wir. Firebolt öffnest du. Nein, das war was ja du. Ist egal. Ist egal. Ich wollte noch nicht mal mit dir reden. Na, gerückt schon mal vor. Ja, ganz ohne mich. Ich bleib hier und sterbe. Ey, Marvin. Marvin. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Wie geil. Ja. Ach, R, mit Riesenlippen. Ich denke, das Schlimmste hat L überstanden. Mit ein wenig Lue wird er sich lasch erholen. L holen. Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fiebel hatte er ständig nach El gelufen. Ich denke, L macht sich Sorgen um sie. Ja, sie ist tot. Tot, abgemurkst. Vom Eis erschlagen. Alme kleine Zoda-Junge. Sie wurde ja. Ich bleibe bei ihm, sage euch, wenn es ihm besser geht. Und du, sei nicht scheiße. Ein Seg... Das war der Colin, auch scheiße. Woher kannst du meine Stimme imitieren? Eine sehr gute Interpretation von mir. Danke, Colin. Weil er seine Lippen nicht bewegt. Das stimmt. Vater Witsche. Ficken. So. Weißt du, Tybalt, ich mache mir auch Sorgen um Ilja. Ja. Vielleicht ist sie ja ein Mädchen. Nein. Es wird nicht leicht sein, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzubringen. Abel, mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen. Bleib einfach bis dahin in diesem Dolph. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu levangieren. Levangieren, Levi! Levan! Levan! So. Ich bin jetzt weg. Gut, dass hier noch eine Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher. Aber es hat sich gelohnt. Ich werde aus meinen Fehlern lernen und den Jungen nicht mehr so viel zu trinken geben. Willst du nicht deine Fähigkeiten in den Kindern schnellen? Ich will aber Pferdis reiten. Ich kenne Leute, die dem Reich helfen wollen. Gerade jetzt, da diese so sorgungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Warum bist du nicht Soldat? Rechte. Nenn mich einfach Thelma. Thelma, ich weiß. Nenn mich einfach Tee. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hier bleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Ilja. Ja. Außerdem hat der Indianer einen geilen Akzent. Tybalt, komm um mit deiner Gelegenheit in mein Leben vorbei, ja? Gib den besten Wodka. Für die Aussage zu ja. Er dient meinen Freund als Unterstück. Von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Und das wissen die Leute vom Schloss nicht. Das sind ja echt doof. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten. Wie kommt ihr jetzt alleine da zurück? Lass mal reingehen.
Nee, doch nicht. Nee, wir haben es doch richtig. Aber jetzt ist die Mutter wieder da. Ist mein Sohn entalkoholisiert? Das wissen wir doch nicht. Folge mir, du geiler Hengst. Ich bin der einzige blaue Zora. Mein Sohn formt sich schon mit Spurfall. Ich bin Geist, folge mir. Nee, kein Bock, kein Bock. Ah, da, da, na, 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 na. Ich bin die einzige schlaue Zora. Guck mich ja nicht unter dem Rock. Du wirst mir niemals unter den Rock gucken, weil ich zu schnell für dich bin. Hahaha, ich will niemals. Jetzt kriegen wir die Fähigkeit, unter Wasser zu trinken. Die Fähigkeiten, die wir uns in den Bergen angeeignet haben. Scheiße. Was? So, am Stein. Am Grabmal. Mit dem Wasserzeug noch. Das ist doch eines dieser Objekte, noch können wir auftreiben. Um zu, Wasserstein. Zum Masterstein zu kommen. Ja, richtig, genau. Der Wasserstein. Den man Lord Jabu Jabu's Bau findet. Besser, wo der Verlobung. Ja, das ist echt der Verlobungsstein. Ja. Ging es eigentlich hier ums Frage gemacht? Hat sie sie gereinigt? Nee, sie wurde zum Geist, ne? Nee, sie weise zum Meisen. Ja, zum Meisen. War kein Geist. Sie können doch trotzdem Sex haben. Es ist ein Zora. Ja. Es sind zwei verschiedene Rassen. Ja, aber trotzdem. Ich meine, ne. Du darfst in ihrer Gegenwart halt bloß keinen Fisch mehr essen. Captain Igno-Fischstäbchen. ich glaube, dass Zoras Fisch essen. Zora essen doch Fische. Stimmt. Was für? Sie essen sich ja so selber. Nein, weil Zoras selbst sind ja keine Fische. Es sind sozusagen Fischmenschen, oder? Ich meine, Fische essen sich auch gegenseitig. Stimmt. So, ich danke dir vom Herzen, dass du meinem Sohn entalkoholisiert hast. Dieses Dorf Kakariko ist für uns sowas der Ort der ewigen Ruhe. Also immer, wenn wir tot sind, kommen wir einfach hierher. Komm mal hier. Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, also ich habe verschiedene Männer, des Königs Sora ruht hier. Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Das heißt, er wird sterben. Weil es ist der Ort des Todes doch, oder nicht? Ja, richtig. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann war sehr unbeweglich. Er konnte sich nicht mal schnell zur Seite bewegen. Er wurde ja doch noch getroffen von dem riesigen Lavastein. Mein Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. Ihm ruht die Kraft dazu was. Nun soll es dir gehören. Die Idee hatte er aus Naruto. Ja, natürlich. Eben ist ein Grabsteiner geworden. Im erhalten das Zora-Gewand. Dieses legende Kleidungsstück stammt aus dem Besitz der Zora-Königsfamilie. Texus, kannst du dich unter Wasser frei bewegen, dafür schaden Feuer und Eisattacken mehr als sonst. Nun endlich kann auch ich mich zur Ruhe bitten, an der Seite meines Gemahls. Ich meine, der läuft ja nicht weg, so langsam wie er ist. Nur mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden. Sollst du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Ich bin tot! Ich stell dir so vor, weißt du, geh straight auf diesen Jungen zu. Ich werde was bei deiner Mutter sagen. Was denn? Ich bin tot! Traure nicht um deine Mutter, sei unser Volk, ein tapferer König. Ich kann nicht reden. So, hey, was ist denn, Link? Ja, zack! Ah, okay. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Ja, ich verstehe. Und deine Freunde haben wir alle gefunden. Dann auch noch ein Zora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, dass du nicht das Wichtigste vergessen. Etwa angeln? Nein, ich meine den letzten Schattenkristall. Erinnere dich doch mal daran, was dieser Lichtgeist Firone gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Zanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne das zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also, das resettet sich alles wieder. Also los, schnappen wir ihn uns. Komm, schnapp sie dir. Wir müssen zum Schein am Grund des Hyasees, falls du es immer noch nicht wusstest.
Wie viel Zeit bleibt mir noch? Hier bleibt sogar noch Zeit. 20 Minuten. 20 Minuten? Ja. Habe ich wirklich 40 Minuten hier rumgetrödelt? Könnte man so sagen, ja. Boah, das war ja scheiße. Wir okay. Haben so um 5 nach, oh nee, um 10 nach haben wir angefangen. Ja, hast noch eine halbe Stunde. 10 nach haben wir angefangen. So. 10 nach 1 haben wir angefangen. Ja, so da habe ich ja noch eine ganze halbe Stunde. Ja, halbe Stunde. Haben wir nicht um 2 angefangen. So. So, irgendwo muss noch ein Loch so sein. Ja, man muss das freispringen. Du brauchst die Bomben. Ah ja, ich muss Wasserbomben kaufen. Richtig. So, kann ich irgendwie schneller schwimmen? Ja, es geht. Hm. Ne, das ist Max-Geschwindigkeit. Was haben wir für langsam? In MajorOS Mars kann man schneller schwimmen. Ui. Vor allem in Nintendo 64 Version. Ja, stimmt. Apropos, ich muss mal was machen, heute mal wieder mal neu anfangen. Ach, haben wir schon durch. Zu 100%. Ja, stimmt eigentlich. Trotzdem, weißt du? Ja, hat Spaß gemacht. Ist ein Jahr her. Hat viel Spaß gemacht. Ist jetzt ein Jahr her. Und ich habe immer gesagt, dass mindestens ein Jahr durchkriegen. Egal welches, hell yeah! So, ich glaube, Maro verkauft nichts Besonderes. Nicht mehr. Das ist nicht passiert. Nee. Nur später expandiert er dann, glaube ich, ein Halbo oder so. Ja, richtig, genau. Ja, okay. Müssen wir aber spenden. Ja, sehr viel spenden. Das zeigen wir euch aber nicht. So. Oh, Wasserbomben. Hallo, ich habe schon auf dich gewartet. Sieh mal, meine Wasserbomben sind fertig. Das kaufe ich sonst niemand anderes bei ihm. Ich kann man sogar unter Wasser verwenden, da meistens auch Wasserbomben. Du wirst mir auch mal. Ja, entschuldige. Na dann, hier steht Burns besten Bomben verwende, um dich in Ruhe umzusehen. Also bei Wasserbomben denke ich eher an was anderes. Diese Luftballons, weißt du, ja, gefüllt mit Wasser. Ach, du musst ja eine andere Bombe verkaufen. Ja, beim Second-Hands-Bomben-Shop. Ich bin eine ganz andere Person. Hey, hallo, wir kommen immer schön einfach meine Hände mit den Bomben aus der zweiten Hand. Ach, du hast Bomben, lass mich eine Bombentasche sehen, damit ich schätzen kann. So, für 23 Bomben gebe ich dir 34 Rubine, die hast. Das ist ja voll Wucherpreis. Das ist dann ja. Auf Wiedersehen. Weil die scheiß Bomben schon 20er Pack 30 kostet. Ja, 5 Stück. Ach, ist das wenig. Er kann nur 15 tragen. Ja. Oh, ich meine, die sind nicht viel, genauso groß wie die normalen Bomben. Vollgefahr. Die normalen Bomben konnte ich 30 mitnehmen. Stimmt. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Muss ja irgendeine Abkürzung zum Hügelsee geben. Beim Friedhof, soweit ich weiß. Ja, richtig, genau. Muss das Loch freispannen. Wo geht's nochmal hin? Ich bin gerade völlig. Bumm. Was hat denn die andere Bombe verwenden sollen? Zu spät. Bomben sind Bomben. Vor allem im Wassertempel kriegen wir noch ja, genau. Ersatz. Ja. Hühner. So, was gibt's denn hier oben? Fäden? Ah, gut, dass ich jetzt tauchen kann, ne? Ich glaube, ich brauche sowieso die Eisenstiefel. Mm. Oh, Trompina. Herzteil. Herzteil ist doch nützlich. Noch mehr Bomben.
Spaß. Spaß! Hey. Spaß!